Peace Leute und herzlich willkommen zu Part Nummer 52 von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und wir müssen südwärts, also hier lang, von Drachenbrücke, nach dem Mottenpriester suchen. Der ist anscheinend hier lang gecruised. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal die Straße entlang. Ja, das ist südwärts auf jeden Fall und irgendwann wird man den Kerl schon finden. Hoffe ich doch. Halt, Blume mitnehmen. Und willst du meine Ausdauer nicht auf? Oh, jetzt sag nicht wegen dem Scheiß, oh Mann, da müssen wir doch unseren letzten Trank des Blutes nehmen. Moment, wo ist er denn? Hier ist er. Weil unsere Ausdauer füllt sich nicht mehr auf und so weiter. Ja, jetzt steigt sie wieder. Untersuche den Schauplatz des Angriffs. Oh ja. Ist irgendwas passiert? Tote Leiche. Kaiserliche und hier Vampir. Dietrich Gold, Vampirnotiz. Die Notiz dürfte uns wohl Auswirkungen. Das Pferd liegt hier auch tot. Blumen nehmen wir natürlich mit, ja? Ist ja nicht gerade hier ein Unfall passiert? So, und wir sollen die Vampirnotiz lesen. Ich habe gerade Serana. Ich habe gedacht, wer ist das, Alter? Moment. Die müsste unter Bücher sein. Vampirnotiz. Ich kann es nicht lesen, weil das abgeschlossen Scheiße da. Oh ja, komm, ey. Ich will das lesen, den ersten Satz, bitte. 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 Ich habe neue Order für euch. Bereitet einen Überfall gleich südlich von Drachenbrücke vor. Bringt den Mottenpriester zum Ahnenversteck und haltet ihn dort fest, bis ich seinen Willen brechen kann. Malkus. Ein gewisser Malkus. Wo ist das auf der Karte? Das ist direkt hier. Okay, da laufen wir jetzt gleich mal hin. Malkus sagt mir gar nichts. Null. Wirklich null. Ich hoffe, dass unsere Ausdauer jetzt regeneriert endlich. Jetzt regeneriert sie wieder nicht mehr. Ach, Leute, Leute, Leute. Ja, das Vampirleben ist schon stressig. Oh, hier müssen wir hoch. Ist hier das Ahnenversteck schon? Ja, sehr schön. Ja, da vorne scheint der Eingang zu sein. So ein Hirsch, den wollen wir aber nicht töten. Aber wir gehen natürlich mit gezogener Waffe rein, Leute. Ahnenversteck entdeckt. Entschuldigung. Okay, und wahrscheinlich werden wir da jetzt Malkus finden. Den wohl töten müssen. Warum auch immer der den haben will. Vielleicht sind es die von der Dämmerwacht, die haben mitbekommen, dass wir was vorhaben. Und ach, wie denn? Obwohl, wir haben es ja schon mitgekriegt, dass da einiges an Verrat vorhanden ist. In unseren Reihen der Vampire. So, hier fühlt sich unsere Ausdauer zum Glück wieder auf. Weil wir hier nicht am Tageslicht sind. What the fuck? What's going on? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder was davon abgeht? Sind hier irgendwelche Gegner? Bestimmt nur, ich sehe sie bestimmt nur nicht. Laufen mal hier weiter. Ah, Moment, da vorne ist doch einer. Oh ne, das ist kein Gegner. Das ist nur irgendwas. Ach, das ist ein. Ach, das ist ein Hund! Ich denke mal, ich muss den auch erledigen. Ja, Schießkunst war besser, aber er hat noch gebellt. Noch ein Hund. Der ist aber auch gleich tot. Kritischer Schlag gegen Hund. Ich denke mal, dass ich sie töten musste. Sonst tut es mir jetzt echt leid. Arme Hunde, ey. Rest in Peace, Bruder. Also keiner von uns mitbekommen. Noch zumindest nicht. Laufen wir mal hier über die Brücke und dann rechts. Mal auf Ausschau nach Gegnern halten. Ich sehe die halt nie, weil meine Augen absolut scheiße sind. Und dann sehe ich nie, wenn sich irgendwas bewegt. Aber noch scheint uns nichts zu sehen. Ist da jemand? Ist wieder ein Hund, ne? Ne, ist es gar nicht. Ich dachte, es wäre ein Hund. Ach, siehe, ich dir, ist hier irgendwas aufgehangenes oder so. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Dämmerwacht, ja, wie ich es mir gedacht hatte schon. Die kleinen Schlawiner. Wir müssen aufpassen, die machen uns recht gut Damage, weil die ja ihre Kriegshammer haben. Die mehr Damage machen an Vampiren. Aber Serana hilft uns natürlich. Das ist doch Dämmerwacht, der erste ist tot. Serana rennt mir erstmal vor. Ui, die macht aber gut Damage. Was ein Troll!
Ein gepanzerter Troll, Alter, was geht? Aber Serana macht gut Damage, macht richtig gut Damage. Was haut denn der jetzt ab, der Wichser? Weg mit dir. So, da drin ist noch einer von der Dämmerwacht. Mit einer Armbrust. Das soll uns nicht interessieren. Geht erstmal zurück. Gestoßen ein paar Mal. Dann weiche ich mich schön im Armbrustschuss aus. Weiter kritischer Schlag hier schön. Serana macht keinen schlechten Damage auf jeden Fall. Erstmal wieder Fail Aim. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall getroffen und jetzt nichts ergeben. Gibt's nicht. So, alle Gegner ausgeschaltet. Wo war denn dieses komische große Ding da? Gehen wir hoch, um uns einen Überblick zu verschaffen. Würde ich sagen. Ah, da ist es, weil das sieht irgendwie sehr interessant aus. Sag ich mal so. Glaubt ihr, er steht unter ihrem Bann? Keine Ahnung. Irgendjemand redet. Das wissen, wenn wir ihn dort herausgeholt haben. Wie wollen wir das anstellen? Ich arbeite daran. Und jetzt gebt Ruhe, damit ich nachdenken kann. Keine Ahnung, was da abgeht. Irgendwelche reden. Auf jeden Fall öffnen wir mal hier die sehr schöne Truhe, während die da labern. Oh, die. Oh, wir haben. Oh, ich habe vergessen, Traglast sauber zu machen. Muss ich ja im nächsten Part machen. Oh, da sind die Geräte. Ich habe mir nämlich schon die ganze Zeit gedacht, so, hä? Wer labert denn da so? Erstmal den Dämmerer-Fuzzi. So, der hat irgendwie. Serana hat irgendjemand wiederbelebt, glaube ich. Vorig. Stresst uns hier. Und der hat keine Chance. Jetzt attackieren ihn drei Leute. Toll, der eine geht mit Fäusten. Ja, super. Bestimmt Ultra-Dämmer. Da kam gerade ein. So eine Todessequenz. Und ey, ich treffe nicht. Piss dich jetzt, Mann. Keine Ahnung. Ich glaube, die hat ihn getötet. Dämmerwacht Schild gegen Angriffsschaden. Das ist geil an sich so, dass das alles so Sachen hat, wo man gut gegen Vampire reinkommt. Stahlpfeil. Hier ist Malkus. Face-Stein-Fokus. Ich denke mal, das brauchen wir. Der Zerstörung statt Kriegsachs. Hier ist noch ein Pfeil. Da wird uns ein Pfeil angezeigt. Okay, also hier müssen wir es jetzt einsetzen. Und eine Leiche macht da noch irgendwelche Geräusche. So, deaktiviere die magische Barriere. Haben wir geschafft. Da ist jetzt der Mottenpriester. Ja, klar. Oh nein, der attackiert uns. Hurensohn. Was geht? Was geht? Ich sehe nichts mehr. Wie ein scheiß Feuer. Hey, hey, hey. Hey, was geht? Was geht? Der ist es, oder? Okay, ja, der ist es. Alter, was für ein Hurensohn. Nein, du hast uns attackiert, du Wichser. Das läuft auf jeden Fall langsam. Das wird euch eine Lehre sein. Vampir-Verführung auf den Mottenpriester an. Da muss ich ja zum Ding werden. Oder? Muss ich da zum Vampir? Vampir-Verführung. Reicht's auch? Kann ich das jetzt? Ja, kann ich so machen. Nähre dich vom Mottenpriester. Wie mache ich das? Ich kann nur mit ihm reden. Ach so, hier. Nähren. Zack! Dann werden sie schwächer, während wir trinken. Befehle dem Mottenpriester zu Burg. Reden. Bei den Göttlichen. Als wären meine Augen geöffnet worden. Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet. Ich muss euch gehorchen. Richtig so. Was soll ich für euch tun, Meister? Ich beauftrage euch, zur Burg Volkihar zu reisen. Natürlich. Wo kann ich diese Burg finden? Da war kurz ein Blackscreen. Okay, aber nur bei mir, nicht in der Aufnahme anscheinend. Vor der Nordküste von Himmelsrand, genau westlich von Einsamkeit. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Gut. Berichte Harkon von deinem Erfolg. Okay. Also müssen wir jetzt hier wieder raus. Okay, also wir können mit dieser Vampirverführung können wir dann können wir Leute uns von denen nähren, okay. Also aber wahrscheinlich nur bei Lebenden. Warum bin ich jetzt hier reingesprungen, Idiot? Egal, kommen wir schon wieder raus. Aber dann anscheinend nur von Lebenden, nicht von Toten. Ja, okay, es wäre irgendwie sinnlos, wenn wir uns von Toten... Hey, wo komme ich denn jetzt hier raus? Ah, da oben. Stimmt ja, ich bin ja einfach von der Treppe runtergelatscht. Nein, wäre eine Brücke gewesen. Aber egal, Leute, der normale Weg ist viel zu Mainstream. Und wir haben uns jetzt das erste Mal genähert. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus.
Und ich habe diese Kraft jetzt auch ausgerüstet. Das heißt, ich werde es mal irgendwann mal ausprobieren, ob das dann tatsächlich geht. Ob wir dann uns immer nähren können von irgendjemand. Ich denke doch mal. Und vielleicht wird er dann ja auch unser Diener. Ich weiß es nicht. Zur Hölle. Das wäre aber voll fett irgendwie, wenn man dann sich irgendwie so irgendein Begleiter so. Du hast einen richtig krassen Gegner vor dir. Und dann nährst du dich von dem, dann ist der auf einmal dein Diener und du kannst mit dem rumlatschen. Und so ein richtig, richtig fett, so ein Riesen. Das wäre verschickt, Mann. Das wäre richtig verschickt. Na, aber das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich glaube nicht, dass wir uns von Riesen nähren können. So, dann Vampirblutwald im Sonnen. Immer diese Mucke. Dead. Ja, aber ab zu Burg Wolkihaar. Ich finde den Namen immer noch geil. Wolkihaar. Wolkihaar. Berichten wir. Berichten wir Hakon, heißt er ja, glaube ich. Von unserem Erfolg. So. Oh, da sind irgendwelche vom Dämmer, habe ich schon gehört. Die haben das schon mitbekommen, dass wir hier uns. Also, dass hier unsere Burg ist, dass hier unser Rückzugspunkt ist. Und jetzt kommen irgendwelche Dämmerwachtkundschafter und versuchen hier uns zu töten, aber die haben eh keine Chance. Bats. Schießkunst verbessert auf 61. Oh, wir haben es über 60. Das heißt, bei 60 könnten wir was skillen. Was können wir denn skillen? Schwere Rüstung haben wir noch nichts Neues. Zweihändig könnten wir nur ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Schießkunst. Da können wir hier eins. Du kannst. Ja. Sehr geil. Endlich, weil jetzt so laufen wir jetzt endlich schneller. Das finde ich recht wichtig, weil es stresst voll, wenn du halt den. Oh, Moment, da ist ja noch irgendwo einer. Chill mal dein Live. Ich will den erst töten. Bis das nachher noch reinkommt. Ist der hier drin? Hä? Der ist bestimmt hier drin. Verdammt, wo seid ihr hin? Da seid ihr ja. Wer ist da? Ist der hier? Ja klar. Was für ein Wichser. Steht der einfach hier oben mal und denkt sich, YOLO, ich stehe jetzt hier oben. Und schieß euch ab, aber hat's nicht hingekriegt, der Wichser. So, komm mit deiner scheiß Axt. Kannst mir eh nichts anhaben hier. Zack. Schuss in die Fresse. Bam. Noch ein Schuss. Schwere Rüstung verbessert auf 78. Wir benutzen inzwischen schon Zwergenpfeile. Was Gnade, du Hurensohn. Oh. Ich wollte ihm schön in den Kopf, dann schieße ich ihm halt in den Arsch. Den Arsch zu schießen ist immer gut, Leute. Goldpfeile. Stahlpfeile ist auch noch dabei. So, ja, dann können wir runterspringen. Oh, sieht schon hoch aus. Ah, nee, das Risiko gehe ich jetzt mal nicht ein. Fallschaden macht doch schon noch gut Damage. Verwirrt. Ah, da. So. So sind wir viel sicherer nach unten gekommen. Oh, und jetzt gehen wir mal rein, ne? Und sagen dem. Ey, was ist denn los? Sagen dem Hakon guten Tag und erzählen ihm von unserem Erfolg. Und der Mottenbrief ist vielleicht schon da. Keine Ahnung, was wir von dem eigentlich wollen. Das habe ich schon komplett vergessen. Vielleicht hat er es im letzten Part gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon wieder ein Tag her, Leute. Ja. Kurzzeitgedächtnis. Scheiße, wie sonst noch was. Aber der Rauch ist immer noch schön. Immer noch absolut geil. Ja, jetzt come on. Danke. Hier brauchst du immer, also hier rein brauchst du immer ewig. Gut gemacht. Ich wusste, dass ihr und Serana unseren Mottenpriester finden würdet. Ich habe den Mottenpriester zu meinem Diener gemacht. Ja, das sehe ich. Ich hoffe, seine Gefangennahme war nicht zu schwierig. Ach was. Die Dämmerwacht hat versucht, mich aufzuhalten, aber sie war keine echte Bedrohung. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte den Klang ihrer Schreie gehört. Nicht mal meine Idee, eine Soundaufnahme, euer Bruder, schickt dir die WhatsApp. Und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben. Befehlt ihm, sie zu lesen. Und lasst uns gemeinsam die Worte der Prophezeiung. Okay. Meister, ich bin wie befohlen hierher gereist. Ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Natürlich.
Was soll ich für euch tun? Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Ah, richtig. Die Schriftrolle der Alten. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Ja, super. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen. Natürlich, Meister. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Da steht nichts, also wir sehen nichts. Vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Sprich mit Harkon. Okay, interessant. Das war nicht so nützlich, wie ich es gewünscht hätte. Dennoch habt ihr euch gut geschlagen. Ja, wieso? Es war schon nützvoll. Wisst ihr, wo die anderen Schriftrollen sind? Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Oh. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Dwemer-Ruine. Ja, die habe ich ja schon. Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Abgeschlossen, Prophet. Begonnen dem Echo nah. Müssen mit Serana reden. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja, klar. Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt. Ganz besonders nicht mein Vater. Deshalb redest du hier, wo alle sind. Okay. Ihr traut Harkon nicht wirklich über den Weg, oder? Es ist keine Frage des Vertrauens. Er ist einfach nur von der Prophezeiung besessen. Und soweit ich sehen kann, haben ihm ein paar weitere tausend Jahre der Besessenheit nicht gerade gut getan. Nein! Wir hätten ihm einen Zeitvertreib suchen sollen. Kaufen noch eine Xbox, Bruder. Ich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Und wo? Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Nein, bestimmt nicht. Warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Ja, das glaube ich auch. Eingesperrt, wie ihr es wart? Ich glaube nicht. Sie sagte, sie wolle wach bleiben, falls es zu einer Lösung kommen sollte. Es musste eine von uns sein und... Nun, sie ist sehr viel mächtiger als ich. Es ergab einfach Sinn, dass sie hier draußen bleibt. Sonst noch etwas? Also, der macht es, glaube ich, eher weniger. Wie wäre es denn genau hier in der Burg? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Warum? Ich habe meiner Mutter dabei geholfen, einen Garten im Innenhof zu pflegen. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall.
Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Nö. Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater etwas bemerkt? Vertraut mir. Ich habe hier sehr lange gelebt und ich kenne jeden kleinsten Winkel. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Lasst uns zum Lasst uns zum Geheimeingang der Burg gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Okay, aber ich will hier noch hier. Sind hier noch Tränke des Blutes? Ich überlasse die Politik den anderen. Ich diene dem Fürsten der Burg. Ich wollte hier eigentlich nur essen. Trank des Blutes. Hier noch irgendwo, bitte. Was geht bei dir? Na, jetzt kein Trank des Blutes mehr, Mann. Ah, doch. Einen haben wir noch, Leute. Einen haben wir noch. Wie viel Traglast habe ich denn noch? Ich würde automatisch gespeichert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, noch 20. Das sollte noch gut klar gehen. Voll geil. Wir haben einfach so einen Diener, so einen Mottenpriester. Wie nice. Richtig chillig, Leute. Nehmen wir den doch mit. Als ob der nichts kann. Ja, ja, wunderschönes Pferd hier. Es ist wunderschön. So beautiful. Es geht. Müssen wir hier hin? Anscheinend ja. Hui, hui, hui. Scheiß auf die normalen Wege, Leute. Das ist einfach... Nee. Ich mach meine YOLO-MOLO-Tour hier. Wir laufen über Berge. Und kommen nie wieder zurück. Denn wir müssen in den Innenhof von dieser Burg Volkihar. Ich finde den Namen immer noch lustig. Volkihar. Da hätten sich echt was Besseres überlegen können, man, als Volkihar. Hui! Oh, da sind irgendwelche Gegner. Warum sind hier Gegner? Wer will hier was von uns? Pisst euch, Walla. Oh, irgendwie. Hui! Ein Skelett mit Rüstung. Aber... Zwei Schüsse mit unserem Bogen und das Ding. Ah, da ist auch noch einer. Der hat nur einen Helm auf. Den können wir vielleicht sogar mit einem. Ich dachte, der würde jetzt viel weniger aussehen, weil der nur einen Helm auf hat. Der sieht ja viel, viel mehr aus. Da sieht man, wie oft die zurückgestoßen werden. Das ist einfach geil. Und halt jedes Mal, wenn er zieht seinen Bogen und zack, ist er wieder zurück ins Anfangsstadium gesetzt, sozusagen. Hat halt auch teilweise Zeit dann. Solange er zieht, dann den zweiten Schuss zu setzen und damit möglicherweise ihn nochmal zurückzustoßen. Das ist halt immer richtig geil. So. Es gibt noch irgendwas mit Spannend schneller. Zwergenpfeile nehmen wir mit. Die Nordpfeile nehmen wir auch mal mit. Okay, die anderen scheinen sie schon erledigt zu haben, außer das hier. Was waren ja vier, glaube ich. Das hält auch recht viel aus, aber egal. Kriegen wir tot, Leute. Immer vor und zurück, warum auch immer. Keine Ahnung. Ein Vampirblutwald im Sonnenlicht. Hey, böse Guy. So. Tot ist es. Und ich bin langsam wegen dem scheiß Eiszauber. Deshalb hasse ich den Eiszauber auch. Volkihar Krypta. Okay, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein, Leute. Epischer Rauchladescreen wie immer. Ach, Leute, das ist unglaublich. So, jetzt sind wir noch lahm, jetzt sind wir nicht mehr lahm, sehr gut. Skever, weg mit dir. Ich will mal einen Pfeil wieder. Hey, gar nichts. Spaß, ey. Da bist du in Ruhe. Okay, Hunde. Das sind noch unsere Hunde, aber egal, ich schieße sie mal ab. Ich denke mal, wir müssen sie abschießen. Bam, Alter, in die Fresse, genau in die Nase rein, wie nice. Und gleich wieder ein Skillpunkt. Zack, weg ist er. Einer ist noch da. Der ist hinter der Ecke. Oder ist der unten? Nee.
Wo ist denn der? Der ist links, rechts jetzt. Ah, ein wilder Vampir. Warum kämpfen wir eigentlich gegen Vampire teilweise? Wir sind doch selber welche. Todeshund gegen Todeshund. Scheiß wilder Vampir. Piss dich! Okay. Den Vampirstoff will ich noch mitnehmen. Tagebuchfragment. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Hört sich interessant irgendwie an. Aber lese ich jetzt nicht durch. Wir müssen hier lang. Da ist aber eine Brücke. Und hier scheint kein Hebel zu sein. Es geht ja noch hier links hoch. Vielleicht ist da der Hebel. Hebel, 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 Hebel. Kleiner Heilungstrank. Vampirpanzerhandschuh, what the fuck? Hebel. Gegner. Hebel. Oh, Entschuldigung. Ihr habt seit immer einen Frosch im Hals, ey. Zack. Springen wir sanft wie eine Feder herunter. Nach links, okay. Ich würde immer leise irgendwie, egal. Auf jeden Fall hat sie gesagt links. Tausende Sachen. What the fuck, was ist das? Ah. Man, die Todes- und solche scheiß Geräusche. So, zweifacher Schaden. Zack, nochmal. Gibt's nicht noch auch einen Moment? Oh, wir haben auch eine neue Stufe. Können wir gleich mal hier auf Ausdauer gehen. Es gibt doch bei Schleichen noch irgendwas, dass wir mit Bogen mehr Schaden. Ah, aber nur mit erst mit 40, dann müssen wir das hier auch noch machen. Okay, dann warte ich auf jeden Fall, bis wir 40 haben. Weil dann machen wir dreifachen Schaden, wenn wir mit einem schleichenden Bogenangriff machen. What? What, 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 what? Wow, wow, wow. Laufen wir mal hier weiter. Da ist noch Krankheitsheilung, kleine Heilung. Salz. Frostbissgift nehmen wir jetzt einfach mal mit. Nehmen wir mal mit, Leute. Kann ja nicht schaden. Ich benutze gar keine Gifte eigentlich. Bin da kein Fan von. Wir können die Truhe schon dadurch aufschließen, okay. Hoch, ja. Nein! Ah, ja. Passt perfekt. Aufmachen. Gold, kleiner Seelenstein und eine goldene Rubinhalskette. Mach auf. Mach auf. Ich hasse das. Die Schläge funktionieren nicht immer. Da muss man immer einen Pfeil verschwenden. Oh, nochmal eine, Mann. Also nochmal einen Pfeil verschwenden. Und da ist eine riesige Forstbespinne. Egal, noch schleichen. Wie das heißt, wir kriegen mal einen zweifachen Schaden. Wo denkt die denn, wo wir sind? Jetzt ist sie tot. Riesige, ja, die war riesig. Oh, alle drei Pfeile rausgezogen. Da ist ein Hebel. Ah, jetzt ist die Brücke da unten. Was attackiert dich da? Die hat gerade geschrien. Das soll mir egal sein. Solange ich überlebe, Leute. Ich kann aufhören zu schleichen. Hier haben wir schon alle Gegner durch. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ja, genau, wir müssen, ja klar, wir müssen zurück und dann war da die Brücke. Genau jetzt links. So. Wir kommen immer näher an unser Ziel. Wir schleichen weiter. Falls hier noch irgendein Gegner kommt, sieht aber nicht so aus. Nee. Hier geht's dann in den Innenhof. Aber meine Freunde, ich würde sagen, in den Innenhof gehen wir erst im nächsten Part. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, peace up und haut rein.